Hallo, ich bin's, euer Funschwan, und ja, das ist der Baphomets Fluch, der schlafende Drache. Let's play, Ding, Scheiß, Ding. Das ist von mir, ja. Und wir fangen auch gleich an mit dem. Leider. Mit der Filmsequenz, die meines Glaubens nach wohl hängen wird, aber erstmal gucken wir noch in Optionen. Vielleicht müssen wir da noch was. Na, machen wir noch Untertitel ein, sicherheitshalber. Okay, los geht's. Begonnen. Die Kraft wächst bereits. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Wir werden euch nicht enttäuschen, Herr. Der Preis des Versagens wäre Armageddon. Gott sei mit euch. Ein Mädchen in Paris. Hat aber nicht geklappt. Alle Achtung, Kumpel. Ich habe von diesen französischen Mädels gehört. Glaubst du, ein alter australischer Buschmann hätte bei ihr Chancen? Wenn es ihrer Karriere dient? Bei dem Wetter fliegt sich die alte Kiste wie von selbst. Und was ist bei solchem Wetter? Während in Paris wieder einmal ein heißer, wolkenloser Tag anbricht, bleibt die ungewöhnliche Wetterlage im Süden stabil. Marseille, 20 Tage Regen. Bordeaux, 30. Und aus der ganzen Welt, von Peking bis New York, wird von Erdbeben, Überschwemmungen und Wirbelstürmen berichtet. Wer ist da? Vernon Blier, ich bin's, Nico Collard. Jetzt schon. Sie hatten gesagt, es sei dringend. Wir haben nicht viel Zeit. Die Kraftquellen erreichen bald den Höhepunkt. Es steht alles im Manuskript. Sehen Sie, ich habe es entziffert. Das hat noch keiner geschafft. Sie gaben mir viel Geld, aber die Erde. Wir sind alle in Gefahr. Jetzt wollen Sie mich töten, weil ich zu viel weiß. Dschungel gelandet. Ich lebte noch. Dann roch ich Rauch. Ich musste schleunigst ins Freie. So. Jetzt fängt's an. Moment, wie ging das nochmal? Vorsichtig öffnete ich den Sicherheitsgurt. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt.
Harry, was ist das denn? Harry! Mann, das war knapp. Wir waren keineswegs in Sicherheit. Wir balancierten am Rande eines Abgrunds. Und nun war ich in der hinteren Hälfte des Flugzeugs gefangen. Und Harry war kaputt. War K.O. Ja, nicht. Die Schnalle ließ sich leicht öffnen. Bald hatte ich die Kiste losgemacht. Moment. So, jetzt müssen wir die Kiste. Nee. So war die Steuerung. Genau, jetzt müssen wir die Kiste runterbringen. So. Ja, nicht so. Anders. So. Man weiß nie, wann man mal ein Bier braucht. Genau, George. So, jetzt kommen wir hierher. Als ich Harry durchsuchte, entdeckte ich einen Flaschenöffner. So. Tja, hier. Ja, nicht es so. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Oh je. Nee. So. So, jetzt. Prost, Kumpel. Bin schon vor einer Weile aufgewacht. Dachte ich mal erst mal ein Nickerchen. Dazu habe ich selten Gelegenheit. Wieso hast du uns mitten in den Sturm geflogen? Du hättest uns beinahe umgebracht. Jetzt entspann dich mal. Der Sturm kam ganz plötzlich auf. Sowas habe ich noch nie gesehen. Verrückt. Wie weit ist es von hier zum Landeplatz? Nicht weit. Wir sind direkt drüber geflogen, als der Sturm losbrach. Okay. So. Ne, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, okay. Hey, Harry. Was willst du, Kumpel? Komm her und setz dich auf diese Kiste. Na gut, aber keine Faxen, klar? Ich weiß jetzt den Anfang so gut, weil ich habe schon vor gestern schon mal angespielt, gestern auch eine Aufnahme gemacht, die aber irgendwie gesponnen hat. Und jetzt. Ja. Ne? Dann wollen wir mal. Und. Bam! Und weg war's. Ja. Und eigentlich kann ich schon raus. So, jetzt kommt wieder Filmsequenz. Setz mich ruhig. Harry? Nicht bewegen! Schon gut! Nein, noch nicht! Harry, bleib da! Wow! Lol. Lol. Knapp. Sehr, sogar. Naja, hätte schlimmer kommen können. Da hat er recht. Ja? Ich hätte noch drin sein können. Na, so schlimm willst wird es nicht. Willst du mich aufheitern, Harry? Weißt du was? Für einen Ami bist du ganz okay. Da geht's mir gleich viel besser. Wir werden ein tolles Team. Hm. Ich könnte dir helfen. Hier, bei deiner Arbeit, als dein Fahrer. Könnte dir die Eingeborenen vom Hals halten. Okay. Jetzt. Harry, ich hab dir doch gesagt, dass ich hier nur jemanden treffen will. Dann reise ich wieder ab. Kenn ich den Typen vielleicht? Glaube ich kaum. Er heißt Joel Mondeli. Nie von ihm gehört. Sag ich doch. Was macht er denn? Er ist Wissenschaftler. Was für ein Wissenschaftler? Er lebt im Dschungel. Angeblich hat er eine Maschine gebaut, die unbegrenzt Energie erzeugen kann. Ich bin Patentanwalt. Ich soll für ihn das Patent schreiben, damit wir alle reich werden. Alles klar? Ah, verstehe. Ein verrückter Wissenschaftler. Hm. Genau. Du bist ja weit gekommen, Kumpel. Immerhin habe ich einen tollen Aussichtspunkt gefunden. Tja dann, wenn du deinen Spaß gehabt hast, treffen wir uns auf...